vorher nicht programmiert haben, man muss vorher nicht Informatik in der Schule gehabt haben. Man kommt super schnell rein und einem wird erstmal beigebracht, in dem Bereich zu denken, bevor man speziell irgendwelche Sachen richtig gut können muss. Und das ist das Wichtigste, erstmal zu lernen, in der Informatik zu denken. Am Anfang werden einem erstmal die Grundlagen beigebracht. Das ist dann Mathe, das ist Einführung in die Programmierung, das ist Einführung in die Informatik. Da muss man sich so ein bisschen auch durchkämpfen. Der interessantere Teil kommt dann später erst ab dem vierten Semester, wenn man auch Projekte machen kann, an denen man dann selber forscht, selber sich Sachen aneignet und versucht, Sachen neu umzusetzen. Ja, ich beschäftige mich momentan mit einem Smart Home, also beschäftige mich auch mit dem Pi und wir bauen Sensoren selber. Wir löten zum Beispiel auch, das finde ich super interessant, sowas, da ist man irgendwie nie rangekommen, weil man sonst immer so theoretisch gearbeitet hat und in dem Projekt ist halt jetzt auch ein bisschen mehr Praxis dabei, auch handwerkliche Praxis, das finde ich super interessant. Und was in Weimar auch sehr, sehr schön ist, dass Weimar eine sehr kleine Uni ist. Man geht nicht unter, wird gefördert, man kann alle Fragen beantwortet bekommen, man kann mit den Professoren ins Gespräch treten, was vielleicht an großen Unis nicht unbedingt möglich ist. Also wir sind zunächst erstmal sehr wenige Leute in meinem Jahrgang. Ich würde sagen, dass bei uns der Frauen-Männer-Anteil auch 50-50 ist, was aber auch noch nicht so lange so ist. In den Jahrgängen vorher waren definitiv weniger Frauen dabei, aber ich glaube, das ändert sich langsam, was ich auch sehr schön finde. Wir haben zum Beispiel die M18. Das ist ein studentisches Café, da kommt man sehr schnell mit anderen Leuten in Kontakt. Und wenn man sich auch so ein bisschen integriert, wenn man in die Fachschaft geht, wenn man in der M18 mal eine Schicht macht, kommt man sehr schnell mit anderen Studiengängen auch in Kontakt. Weil da macht einfach jeder mit. Aus jedem Studiengang kann man Leute kennenlernen durch Kneipen in Weimar, durch die Mensa vielleicht auch mal, weil man jemanden immer wieder sieht. Weimar ist einfach so klein, dass man die Menschen mit irgendwann vom Sehen auf jeden Fall kennt. Und durch dieses nur Sehen entwickelt sich dann vielleicht auch irgendwann dann mal mehr. Wir bieten Schnupperstudiengänge an. Es gibt die Summary, da kann man die Projekte angucken, die während des Semesters entstanden sind und kann sich dann vielleicht auch informieren, was man überhaupt so in Weimar machen kann, was in Weimar die Schwerpunkte sind. Wir sind auf Messen unterwegs, da kann man sich informieren. Wir bieten für Schulen bei Byte the Bytes an, dass sie zu uns in die Uni kommen können und ein Programm durchlaufen können, wo das Studium, der Studiengang Medieninformatik den Schülern näher gelegt wird und auch näher gebracht wird.